willkommen bei mir zu Hause. Ich nähe heute eine Runde Bucket Bag. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, freue ich mich natürlich über ein Abo und vergesst nicht, das Glöckchen zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Normalerweise werden diese Bucket Bags ja oben mit solchen Ösen genäht, aber ich habe irgendwie, ja, ich habe schon mal mit den Ösen gearbeitet, aber dann komme ich da mit dem Hammer ein bisschen schief, die sind nicht richtig zusammen, der Stoff fusselt sich daraus oder Ösen habe ich dann verbogen und das hat mir alles nicht so gut gefallen. Deswegen habe ich ja bisher die Bucket Bags mit Tunnelzug oben genäht. Dazu habe ich auch schon Videos gedreht, die verlinke ich euch nun mal hier oben bei dem i. Aber die Bucket Bag, die wird oben mit Schlaufen genäht, also wieder ein bisschen anders. Wenn ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen wollt, dann gebt doch dem Video einfach einen Daumen nach oben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Die runde Bucket Bag ist 27 cm hoch und der Boden hat einen Durchmesser von 20 cm. Hier oben wird sie mit der Kordel geschlossen. Und innen drin habe ich einfach nur zwei einfache Aufsatztaschen reingemacht, unterschiedliche Größe. Aber ihr könnt da auch eine Reißverschlusstasche reinmachen oder gar keine Tasche, je nachdem. Ich kann euch noch mal ein paar Varianten hier oben verlinken. Man könnte hier auch einen Kordelstopper dran machen. Ich habe aber leider keinen zu Hause. Deswegen ziehe ich das einfach nur so zusammen und dann kann man hier oben eine Schleife reinbinden. Und das Gurtband habe ich mit einem Gurtbandschieber versehen. Das heißt, das kann man individuell auf sich einstellen. Los geht's! Das Schnittmuster findet ihr wie immer unter dem Video in der Infobox. Und ich habe heute wieder in meine Restekiste reingegriffen und habe hier verschiedene Canvas-Stoffe und auch einen beschichteten Baumwollstoff mit Kunstlederstreifen kombiniert. Auch hier, der Stoff ist eigentlich längs, das Muster, aber ich nehme das hochkant. Ich finde, bei Patchwork kann man wirklich seiner Fantasie freien Lauf lassen. Und von dem Kunstleder hatte ich auch nicht mehr genügend Stoff, um den Kreis auszuschneiden. Und dann habe ich hier einfach verschiedene Stücke zusammengenäht und habe dann die Nahtzugabe am Rand festgenäht. Und dann hat man hier so eine schöne Ziernaht. Und dann sieht das so aus, als ob das so gewollt ist. Und auch hier, Moment, beim Innenstoff hatte ich auch nicht mehr genügend. Da habe ich auch einfach zwei Stoffe zusammengenäht, so dass ich dann das eine große habe. Also ich schmeiße nichts weg und es wird auch alles irgendwie noch kombiniert. Auf die Stoffe, auf die Flieseline drauf gebügelt werden muss, könnt ihr die Flieseline schon drauf bügeln. Und dann gibt es noch zwei Besonderheiten. Und zwar für die beiden Innentaschen habe ich die Flieseline H250 nur jeweils auf die eine Hälfte drauf gebügelt, weil wir das nachher zusammenklappen. Und mir reicht das, wenn auf einer Seite die Flieseline drauf ist. Ihr könnt natürlich die Taschen beide gleich groß machen. Ich habe vor, mir hier dann das Handy reinzumachen. Da reicht eine kleinere Tasche. Und eine fürs Portemonnaie. Und manchmal sind die Portemonnaies ja, wenn man so ein Kellner-Portemonnaie hat, etwas größer. Das wollte ich dann hier reinmachen. Und ich hatte nicht mehr genügend Stoff. Also ich musste etwas stückeln. Auch hier den Stoff für die Innentasche habe ich zurechtgestückelt. Aber man sieht dann nachher nur die Seite. Das wird dann die Innenseite von meiner Innentasche. Jawohl, das sind die ganzen Vorbereitungen. Ich nehme mir als erstes die beiden Innentaschen, also Stoffteil E und Stoffteil F. Und das lege ich der Länge nach mit den rechten Seiten aufeinander und nähe mit einer Nahtzugabe von 1 cm einmal die Seite hier zusammen bis nach hier unten. Fange hier wieder an zu nähen und nähe hier die Seite zusammen. Lass mir hier auf der Unterseite eine 3-4 cm große Wendeöffnung. Und genau dasselbe mache ich natürlich auch mit der anderen Tasche.
einfach rechts auf rechts aufeinander legen und hier zusammennähen und auch hier unten eine Wendeöffnung lassen. Die Ecken habe ich schräg zurückgeschnitten und meine Nahtzugabe mit einer Zickzackschere. Nur den Stoff hier bei der Wendeöffnung, den habe ich stehen gelassen. Und nun kann vorsichtig gewendet werden. Die Ecken habe ich schön ausgearbeitet. Den Stoff von der Wendeöffnung habe ich nach innen umgeklappt und habe da nochmal kräftig drüber gebügelt, so dass nun alles schön plan und bündig aufeinander liegt. Bei beiden Taschen ist hier unten meine Wendeöffnung und gegenüber von der Wendeöffnung nähe ich nun einmal knappkantig bei beiden Taschen hier oben an dem Rand entlang. Nun nehme ich mir das Stoffteil C, den Innenstoff, und den knicke ich mir mit der linken Seite der Länge nach aufeinander, dass er genau mittig geknickt ist. Nun messe ich mir vom unteren Rand 2 cm ab, nehme mir dann eine Tasche und positioniere mir die mittig. Also erstmal hier hinlegen. Da wir hier nachher aber den Stoff noch zusammennähen und hier 1 cm Nahtzugabe noch anfällt, lege ich die Tasche nun 1 cm in Richtung zu dem Bruch. Also hier ist die offene Seite, hier ist die zune Seite, also lege ich den noch 1 cm darüber. Dann ist das nämlich nachher, wenn dann der Innenstoff zusammengenäht ist, genau mittig. Und nun nähe ich hier die rechte Seite, die Unterseite und die linke Seite hier fest. Damit schließe ich automatisch die Wendeöffnung. Muss natürlich beim Nähen darauf aufpassen, dass das hier nicht ist. Also, dass ich das wieder auseinanderlege. Und, Moment, jetzt klebe ich das wieder zusammen. Also, die eine Tasche nähen wir hier auf der Seite fest. Dann nähen wir das einmal, drehen wir das einmal rum. Und auch hier messe ich von der Unterseite 2 cm ab, nehme die Tasche, positioniere mir sie mittig und diesmal ist hier auf der Seite meine Öffnung wieder 1 cm Richtung Bruchkante versetzt und nähe auch hier die rechte Seite, die Unterseite und die linke Seite der Tasche an dem Innenstoff fest. Aber wie gesagt, dabei aufpassen, dass der Stoff dabei auseinander liegt. Nun lege ich meinen Innenstoff mit den rechten Seiten der Länge nach mittig aufeinander und nähe hier den Rand mit einer Nahtzugabe von 1 cm zusammen. Die Nahtzugabe habe ich mir mit einer Zickzackschere zurückgeschnitten und dann brauche ich das Stoffteil D. Das ist mein Innenstoff Taschenboden und der hat ja einen Kreisdurchmesser von 22 cm und da habe ich mir eine Schablone gemacht. Und zwar habe ich mir eine Schüssel genommen, Moment, die hole ich mal kurz, super vorbereitet hier. Also ich habe mir die Schüssel genommen und die hat einen größeren Durchmesser als 22 cm. Und das habe ich mir hier auf Packpapier drauf gemalt. Dann hatte ich aber schon mal die Kreisform und dann einfach ein paar Mal zusammenknicken und dann wird von hier unten 11 cm gemessen und auch von hier unten auf der anderen Seite 11 cm und dann habe ich mir das hier so zugeschnitten und somit habe ich meine Schablone für den Taschenboden. Gut. Nun kommt der spannende Teil. Also das Stoffteil D brauche ich und meinen Innenstoff. Das hier ist die Taschenoberseite. Das sehe ich, weil hier ich die Naht nicht zusammengenäht ist. Also hier ist meine Innentasche, Öffnung. Also wird das hier mein Taschenboden. Da nehme ich nun den Kreis, lege den hier an, stecke mir das einmal komplett drumherum fest und wenn ich das gemacht habe, nähe ich dann mit einer Nahtzugabe von 1 cm einmal komplett hier drum.
ich nehme mir die beiden Außenstoffteile, also mein Stoffteil A und B, und nähe die genauso zusammen wie mein Innenstoff. Also zuerst Stoffteil A mit den rechten Seiten mittig der Länge nach aufeinanderlegen und dann hier mit einer Nahtzugabe von 1 cm zusammennähen. Und wenn das zusammengenäht ist, dann den Kreis nehmen und den hier unten feststecken und wieder einmal drumherum festnähen. Ich weiß nicht, ob ich mich vermessen habe oder was da passiert ist. Auf jeden Fall ist mein Kreis ein Stückchen zu klein. Das ist aber kein Problem. Deswegen stecke ich mir vorher auch alles fest, dann sehe ich nämlich, ob es passt. Und zwar hole ich euch mal kurz näher ran. Ich habe einfach neben der Originalnaht 3 mm daneben nochmal eine Naht gesetzt, seht ihr hier. Und dadurch ist ja mein Kreis nun etwas kleiner. Und dann stecke ich, stecke ich den einfach nochmal an, um zu sehen, dass alles passt. So, nun passt alles perfekt aufeinander. Ich weiß auch nicht, was ich falsch gemacht habe. Ob ich den Kreis nicht richtig zugeschnitten habe, weil ich habe ja nicht mit so einem Zirkel das gemacht. Ob ich mich hier vermessen habe, ob meine Nahtzugabe nicht richtig gestimmt hat, keine Ahnung. Aber an dem Punkt halt, dass ich das vorher alles festgesteckt habe und das dann erkannt habe, konnte ich halt hier mit diesen 3 mm alles nochmal passend machen und retten. Sowas kann halt auch passieren, wenn man etwas Rundes an etwas Gerades näht. Also, es passt alles und nun mit einer Nahtzugabe von 1 cm den Boden hier am Außenstoff festnehmen. Die Taschenschlaufen und Gurtaufhängungen mache ich heute selber. Da kann ich nämlich noch mal super ein paar Kunstlederreste verwerten. Also die Stoffteile G. Ihr könnt natürlich auch fertiges Gurtband nehmen oder euch das aus Stoff nähen und nicht aus Kunstleder. Aber wenn man halt Kunstleder nimmt, die Streifen hier sind 1,5 cm breit. Moment. Die habe ich dann mit den linken Seiten aufeinander gelegt und einmal hier auf der rechten Seite knappkantig entlang nähen und auf der linken Seite. Und dann habe ich mir die Streifen einfach in so 6 cm Stücke geschnitten und so habe ich ein paar Kunstlederreste verwertet. Das konnte man wirklich einfach herstellen, man braucht nichts wenden. Wenn man normalen Stoff nimmt, muss man das Ganze ja wenden und gerade diese, wenn man sowas Schmales näht, das dann zu wenden, ist nicht immer so einfach und persönlich finde ich auch Lederaufhängung, aber hier wird ja dann nachher auch die Tasche aufgehangen, etwas robuster als wie wenn ich nur Stoff nehmen würde. Die Nahtzugabe von meinem Außen- und Innenstoff hier unten habe ich mir mit einer Zickzackschere zurückgeschnitten. Und vor dem nächsten Schritt muss ich den Außenstoff einmal auf die rechte Seite wenden. Gut. Dann brauche ich nun zwei Gurtbandaufhängungen, also zwei Stoffteile G und die beiden Karabiner dazu. Dann fädel ich mir das hier drüber, dass da so eine Schlaufe entsteht. Und bei mir ist es nun ziemlich egal, wo ich dran gehe, weil man sieht ja gar nicht, wo hier eine Seitennaht ist, weil ich ja so viele Stoffe aneinander genäht habe. Wenn ihr nun eine Seitennaht habt, würde ich die nach hinten machen und die beiden Aufhängungen dann hier und hier anbringen. Also, dass man die Naht quasi von dem Stoff dann nur hier hinten hat und nicht an der Seite. Okay, also den Stoff, den Außenstoff, die Außentasche, einmal mittig knicken ist nicht richtig, sondern so auseinanderziehen, dass sie hier mittig plan aufeinander liegt. Dann nehme ich mir die Schlaufe mit dem Karabiner und bringe die eine genau hier an dem Knick an. Also setze mir das hier hin und klammere mir das fest. Und
die andere dann genau auf der anderen Seite. Und dann nähe ich innerhalb der Nahtzugabe, also so bei 0,5 cm, die zwei Riemchen hier an der Außentasche fest. Das ist halt auch wirklich praktisch, wenn man so viele Stoffe, also Stoffstreifen, so längs aneinander näht. Man sieht keine Anfangs- und Endnaht und kann die Tasche wirklich so oder so tragen. Nun brauche ich die anderen Taschenschlaufen und die Tasche habe ich wieder so auf die Hälfte, also so, dass die Karabiner, die Schlaufen mit den Karabinern jetzt genau rechts und links liegen. Und dann mache ich nun auf der einen Seite, verteile ich mir hier drei Schlaufen genau gleichmäßig und auf der anderen Seite dann auch. Also die dann wieder innerhalb der Nahtzugabe, so bei 0,5 cm, nur hier an dem oberen Rand von der Tasche festnähen. Und achtet darauf, dass die Schlaufe hier Richtung Taschenboden zeigt und die Öffnung von der Schlaufe hier an der Oberkante von der Tasche angelegt wird. Meine Außentasche ist auf rechts gedreht und meine Innentasche noch auf links. Und ich habe festgestellt, es wäre wahrscheinlich cleverer gewesen, wenn ich mir hier auf der Innentaschenseite die Wendeöffnung gelassen hätte, weil so eine kleine Wendeöffnung, die zwischen diesen Schlaufen hier ist, wird nicht reichen, um das ganze Material dann durchzuwenden. Also werde ich mir eine Wendeöffnung lassen müssen, die über so eine Schlaufe geht und das dann nachher schließen. Das wird hinhauen, ist wahrscheinlich ein bisschen fuddeliger, aber nun ja. Also die Außentasche stülpe ich nun in die Innentasche und dabei passe ich auf, dass ein D-Ring hier direkt auf die Seitennaht zeigt, weil ich ja meine Taschen, Moment, ich muss immer so reinmachen, so, direkt zwischen die Nähte gemacht habe. Das heißt, wenn ich dann meine Tasche trage und die Gurtbänder hier rauskommen, habe ich einmal in der Tasche auf der Vorderseite und auf der Rückseite jeweils eine Tasche und nicht hier an der Seite, da wo mein Gurtband ist. Also einen Karabiner auf die Seitennaht geben, dann alles einmal drumherum feststecken und dann fange ich hier mittig an zu nähen. Ich mache mir mein Nähtischchen ab und nähe dann einmal drumherum und lasse mir hier auf der einen Seite ja so eine 12 cm große Wendeöffnung, aber nicht direkt hier über der Seitennaht oder da, wo mein Karabiner ist, sondern bei einer ganz normalen Schlaufe. Die Nahtzugabe habe ich mir mit einer Zickzackschere etwas zurückgeschnitten, aber hier, wo die Schlaufen sind, da kommt meine Schere nicht durch. Ich habe aber allerdings ja diesen Canvasstoff benutzt und da habe ich zumindest über den Canvasstoff etwas drüber genäht. Nur hier den Stoff bei der Wendeöffnung, den habe ich stehen lassen, den habe ich nicht zurückgeschnitten. Ja, und dann kann gewendet werden. Die Nahtzugabe der Wendeöffnung nach innen umklappen und dann hier so feststecken. Und das ging doch besser, als ich gedacht habe. Also, weil ja die Schlaufe hier drin ist, also das ist gar kein Problem. Dann habe ich Außenstoff und Innenstoff bündig übereinander gelegt. Und nun nähe ich einmal knappkantig komplett hier oben an der oberen Kante drumherum und schließe damit die Wendeöffnung. Mein Nähtisch habe ich noch ab. Und ich habe schon eine längere Zeit eine Jeansnadel eingespannt. Ich schreibe euch im Video einfach mal dazu, wann ich von Universalnadel zu Jeansnadel gewechselt habe. Also einmal komplett drumherum nähen und somit die Wendeöffnung schließen. Zum Schluss muss noch die Kordel durchgezogen werden. Und wie ihr seht, also die hier hört hier auf. Dann habe ich die einmal komplett drumherum gemacht und hier kommt die wieder raus. Das heißt, die
zwei Enden gehen beide hier durch diesen, durch die eine Schlaufe durch. Ihr könntet nun hier einen Gurtbandschieber dran machen, dann ist es einfacher, dann könnt ihr das einfach so zusammenziehen. Ich habe aber keinen hier, also habe ich nur so zwei Knoten hier reingemacht und dann kann man das zusammenziehen und entweder einen Knoten hier reinmachen oder nicht. Und wie der Gurtbandschieber hier angebracht wird, das habe ich schon mal in einem anderen Video erklärt. Das verlinke ich euch noch hier oben bei dem i. Und dann ist die Tasche fertig. Und fertig ist die runde Bucket Bag. Und wenn ihr den Außenstoff genauso wie ich mit Stoffstreifen aus Stoffresten gestaltet, dann habt ihr ein super Unikat, was es wirklich nur ein einziges Mal auf der Welt gibt. Ihr könnt aber auch gerne nochmal hier in die Videos reinschauen. Vielleicht ist da ja noch das ein oder andere für euch dabei. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachnähen. Bis zum nächsten Mal.